Bombenalarm in Rostock. Am Mittwoch ging an zwei Standorten eines Unternehmens jeweils eine Bombendrohung ein. Es schlossen sich in beiden Fällen größere Polizeieinsätze an. Wie die Polizei mitteilte, erreichte zunächst der Standort des Telekommunikationsunternehmens an der Holzhalbinsel gegen 10 Uhr eine Drohung per E-Mail. Es wurde gedroht, dass sich in dem Gebäude eine Bombe befinde und diese explodiere. Kurz nach dem Eingang der E-Mail alarmierten Unternehmensverantwortliche die Polizei. Das Gebäude an der Holzhalbinsel wurde umgehend evakuiert. Ein Spürhund der Polizei wurde angefordert. Er durchsuchte die Räume nach einer möglichen Bombe. Kurz darauf kam er auch am zweiten Standort des Unternehmens in der Doberaner Straße zum Einsatz. In beiden Fällen schlug der Hund allerdings nicht an. Die Polizei konnte so die Evakuierungsmaßnahmen wieder aufheben. Die insgesamt 450 Mitarbeiter konnten wieder in das Gebäude zurück. Die Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat wurden von der Kripo aufgenommen.